Neues Jahr, neuer Fahrplan. Diesen Rhythmus kennen die Stadtbuskunden aus Trier und Umgebung. Der nächste Wechsel steht aber nicht wie gehabt nach den Weihnachtsferien an, sondern bereits am 14. Dezember. Der Grund? Es gibt nur wenige Änderungen gegenüber dem aktuellen Plan, der seit dem 9. Januar gilt. Deshalb wartet die Verkehrs GmbH der Stadtwerke nicht die Weihnachtszeit mit ihren zahlreichen Sonderfahrplänen ab. Erstmals seit Jahren lässt sie ihren neuen Plan wieder zeitgleich mit der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen in Kraft treten. In diesem Jahr gibt es zwei wichtige Veränderungen. Das eine ist, dass wir die Buslinie 14 zum Petrisberg künftig halbstündlich statt stündlich fahren werden und auch montags bis freitags eine Spätverbindung zum Petrisberg einrichten. Und wir werden, sobald die Brücke über die Aulstraße, von der Aulstraße über die Eisenbahn, wenn diese Brücke wieder fertig ist, avisiert ist da Ende Januar, Anfang Februar 2009, die Buslinie 83 im Sternbusverkehr wieder über St. Matthias führen. Die marode Brücke über die Bahnlinie wird voraussichtlich Anfang Februar durch eine tragfähige Behelfskonstruktion ersetzt. Dann hat die Ausweichroute über Heiligkreuz ausgedient. Länger warten müssen die Kunden auf eine attraktivere Busverbindung über die B51. Die Pläne, in Kooperation mit dem privaten Unternehmen Müller-Kilthal das Gewerbegebiet Trierweiler-Sitzenich im 30-Minuten-Takt an die Stadt anzubinden, lassen sich vorerst nicht realisieren. Das Projekt, welches wir vorhatten für Januar im Bereich Trierweiler-Butzweiler, verzögert sich noch. Wir sind da noch in Verhandlungen mit der Firma Müller-Kilthal-Reisen über eine Kooperation und können über den Anführungstermin derzeit noch keine Auskunft geben. Eines ist dennoch sicher. Der nächste Fahrplanwechsel kommt bestimmt. Möglicherweise Anfang 2010.